Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Worauf verzichten eigentlich Sie? Das haben wir Steyler Missionare, Studierende und Mitarbeiter gefragt. Ich möchte ganz gerne aufs Autofahren verzichten und das tue ich eigentlich ungerne. Aber ich weiß, dass das eine gewisse Herausforderung ist, weil ich auf meine Bequemlichkeit verzichte, auf einen gewissen Luxus. Und da würde ich ganz gerne mein Fahrrad benutzen oder auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Ja, das ist die besondere Zeit, wo man sich besser kennenlernen kann und auch man setzt sich mit sich selbst auseinander. In der kommenden Fastenzeit verzichte ich auf das Tanzen gehen. Also unter der Woche oder am Wochenende. Ich habe auch Tanzstunde, aber darauf kann ich nicht verzichten, weil das ist normaler Unterricht, aber so einfach auf abends weggehen und tanzen gehen, darauf verzichte ich. Fasten bedeutet, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein bestimmtes Anliegen habe oder ein bestimmtes Gebetsanliegen, sage ich mal, um sozusagen mit meinem Fastenopfer dieses Anliegen oder dieses Gebet zu unterstützen, ja, zu sagen, Herr, ich gebe dir jetzt diese Zeit, die ich eigentlich gerne da und da mit dir zum Beispiel mit Tanzen verbringen würde und ich möchte die jetzt mit dir verbringen und schau mal, ich habe das und das Anliegen oder so. Und das ist mir so einfach dazu zeigen, das ist mir wirklich besonders wichtig, dass ich so im Gebet sein kann. Verzicht auf Alkohol und auch weniger Fernsehen und dafür mehr lesen. Das sind so die Dinge, die ich alle letzten Jahre immer gemacht habe. Meistens ist es geglückt, aber manchmal ging es auch daneben. Fasten hat eigentlich nicht nur eine Bedeutung, dass der Körper weniger Nahrung zu sich nimmt oder sonst was, sondern Fasten hat auch zu tun mit Seele. Denn es heißt auch im kirchlichen Gebet, durch das Fasten des Leibes unterdrückst du die Sünde, erhebst du den Geist und spendest Tugend, Kraft und Lohn. Und darum geht es, um die Bereicherung ja, der seelischen Komponente, dass ich also frei werde. Durch all das, was ich abgebe, werde ich frei für andere Dinge. Also ich verzichte schon seit vielen Jahren auf meinen geliebten Rotwein. Ich komme selber aus einer Weingegend, bin mit Wein groß geworden, sowohl der Familie meiner Familie als auch der Familie meiner Frau. Rotwein ist für mich Lebenselixier, ist Lebensqualität, aber hat auch etwas sehr Weltliches. Und in der Fastenzeit möchte ich einfach auf mich nochmal konzentrieren, ob das der Mittelpunkt meines Lebens ist. Die ersten Wochen sind schwierig. Aber dann merkt man doch, wie gut es ist, mal auf Dinge zu verzichten. Man lernt sie wieder lieb gewinnen, weil es keine Routine ist. Man merkt aber auch, dass es andere Dinge gibt, auf die man sich konzentrieren kann. Und dass es nicht so die Bedeutung im Leben immer hat, sondern dass es auch wirklich Dinge wichtiger sind. Ja, also ich habe mir überlegt, mal intensiv aufs Handy zu verzichten. Einfach mal zu versuchen, wie ist es einfach ohne dieses technische Hilfsmittel. Ja, einfach mal zu sehen, was passiert. Entweder lerne ich es dadurch mehr schätzen, aber ich bekomme auch in der Zeit einfach auch die Möglichkeit zu sehen, wie ist es mal ohne und was bringt es auch für Vorteile, es mal nicht zu nutzen. Ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit einmal überlegt, aufs Fernsehen zu verzichten und das Resultat daraus ist, dass ich mittlerweile gar keinen Fernseher mehr besitze und die Zeit dadurch anders ausfüllen kann auch.